Ja? Ja, ich freue mich sehr, dass wir das Bundesinstitut für Sportwissenschaft und seine Direktorin Andrea Schumacher heute bei uns zu Gast haben. Und nicht nur das, Sie haben eine Veranstaltung mit einem wichtigen und gesellschaftlich relevanten Thema. Es geht um Frauen und Sport. Das ist doch eigentlich eine Erfolgsgeschichte, oder nicht? Jahre 2023 sollte man das meinen, aber die Realität sieht leider anders aus. In zwei Monaten fing die Fußball-Frauen-WM statt und bis heute sind die Übertragungsrechte nicht gesichert. Und das im Jahr 2023. Wir müssen deutlich die Sichtbarkeit und die Bedürfnisse der Frauen im Leistungssport erhöhen. Jetzt haben Sie eine Veranstaltung, wo ganz viel Expertise zusammenkommt. Was ist die Intention Ihrer Veranstaltung? Wollen Sie diskutieren? Oder wollen Sie auch Anstöße geben, damit sich Dinge ändern? Das ist eine Mischung aus allen. Wir haben heute und gestern Abend mit einem schönen Empfang hier im Deutschen Sport- und Olympischen Museum ein Abendessen gehabt. Und der Kern der Sache ist eine Netzwerkveranstaltung, wo verschiedene Aspekte, Frauen in der Wissenschaft, Sportlerinnen, alle zusammenkommen. Das ist einmalig, es ist ein Expertentreffen aus verschiedenen Bereichen. Und am Ende selbstverständlich wollen wir Ideen, Vorschläge, Anregungen mitnehmen. Wir haben nämlich eine Strategie, Frauen und Mädchen im Leistungssport, auf den Weg gebracht. Das ist ein Living Document, wo wir hier aus der Veranstaltung Anregungen und Vorschläge aufnehmen wollen. Ja, sehr schön. Wir sind zwar nur ein Museum, Frau Schumacher, aber Sie dürfen sicher sein, dass wir bei diesem Thema an Ihrer Seite sind. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Verlauf für Ihre Veranstaltung und kommen Sie gerne wieder. Ganz herzlichen Dank. Das machen wir sehr, sehr gerne. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank.